Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sophie Schönwiese. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Reiki-Meisterin aus Wien und habe seit neuestem das Hobby entdeckt, YouTube-Videos zu machen. Juhu! Ja, also worum geht es heute in diesem Video? In diesem Video soll es um die Hochsensibilität gehen. Und was es für mich bedeutet und wie ich mich da auch schütze und abgrenze, das möchte ich euch heute erzählen. Also zum ersten Mal, ich bin definitiv hochsensibel, das würde ich echt so sagen. Und genau, jetzt sage ich euch oder dir, was das für mich bedeutet. Schon als Kind habe ich Sachen stärker wahrgenommen als andere und konnte Sachen erahnen. Das könnte man einfach auch feinfühlig nennen. Also ich habe wirklich schon Sachen im Vorhinein erahnen können. Und ich habe mich schon als Kind nicht sonderlich wohlgefühlt auf längeren Zeitraum in Menschenmassen. Also auf Feiern etc. Genau, also das habe ich nicht nur seit heute, sondern das habe ich schon seit ich ein Kind bin, dass ich mich irgendwie anders gefühlt habe. Mittlerweile weiß ich, dass Hochsensibilität keine Krankheit ist und auch nichts Schlechtes. Ich würde sogar sagen, es ist ein Geschenk der Schöpfung, weil es einfach was ganz Besonderes ist. Leute, die sehr feinfühlig sind und sehr spürig, so wie ich, das finde ich ist einfach ein Geschenk des Universums, weil ja, nicht jeder kann das wahrnehmen. Genau, ich möchte auch gar nicht über irgendjemanden stellen. Ich möchte lediglich nur von meinen Erfahrungen berichten. Genau, was bedeutet es jetzt, dass ich hochsensibel bin? Wie gesagt, ich fühle mich nicht immer noch heutzutage nicht so wohl in großen Menschenansammlungen wie Demos, Konzerte, Feierlichkeiten, in der U-Bahn vor allem oder auch auf der Straße, in Einkaufszentrums. Das stresst mich einfach, weil ich die Energie des anderen Menschen oder der anderen Menschen, es sind ja dann auch ganz viele, sehr stark wahrnehme. Das überträgt sich sehr auf mich. Und da ist es eben wichtig, dass man sich da auch gut abgrenzen kann. Das habe ich eine Zeit lang nicht gut können und deswegen ging es mir auch wirklich schlecht, weil ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hatte, weil ich mich einfach nicht gut abgrenzen konnte. Ich habe das alles auf mich irgendwie, ich habe das eingesaugt, ohne dass ich das natürlich bewusst wollte oder so. Aber ja, shoppen und in der Disco, das war, also in der Disco war ich schon früher gerne, interessanterweise. Aber shoppen, das war immer schon ein Stress für mich. Vor circa 7 Jahren oder so bin ich schon auch ganz gern shoppen gegangen. Aber ich war danach so müde, als hätte ich eine Wanderung gemacht, eine dreistündige Wanderung. Dabei war ich nur im Shoppingcenter. Aber gerade im Shoppingcenter ist die Energie meines Erachtens so stark und so ein Druck, dass ich sie mittlerweile einfach auch meide. Ich gehe wirklich nur noch shoppen, wenn es notwendig ist. Ich war nie eine Frau oder ein Mädchen damals, die so unbedingt gerne shoppen wollte. Das war immer schon so ein bisschen anders als meine Freundinnen. Daran sieht man eben auch, dass ich hochsensibel bin. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich Geräusche und Reize stärker wahrnehme als mein Umfeld. Das kann ich deswegen so sagen, weil ich schon mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen habe und die mir alle gesagt haben, dass es für sie nicht so intensiv ist. Also zum Beispiel, wenn eine U-Bahn-Durchsage kommt, was ja eigentlich fast täglich passiert, wenn man in der U-Bahn fährt, dann ist das für mich so laut und dieses Geräusch oder diese Situation wirkt noch ein paar Minuten nach bei mir, wo es andere schon längst vergessen haben. Auch ein Anzeichen, dass ich hochsensibel bin. Und ja, Kinder weinen, Hunde bellen, all das, das sind Geräusche, denen ich nicht entkomme und wo ich auch schon mittlerweile gelernt habe, mich ein bisschen mehr abzugrenzen. Aber das sind sehr starke Einflüsse, die vielleicht für den einen oder anderen normal oder egal sind. Genau, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass ich mir Sachen, vor allem früher jetzt nicht mehr so sehr,
aber Sachen sehr schnell zu Herzen nehme oder vielleicht irgendwie empfindlicher reagiere. Und ja, das waren eigentlich die drei Punkte, an denen man das erkennen kann. Ja, ich habe leider schon öfter die Sätze gehört, jetzt spinnt sie wieder, ist doch nicht so schlimm oder warum stellst du dich so an, du siehst ihn ja eh nie wieder. Und das sind Sätze, die meines Erachtens nicht angebracht sind. Jeder Mensch ist anders, für jeden Menschen ist eine Situation anders. Das heißt, derjenige, der das über mich gesagt hat oder diejenige, der weiß gar nicht, wie sich das für mich anfühlt. Und wie ich vorher gesagt habe, bestimmte Begebenheiten, zum Beispiel mit Verkäufern oder mit, Schaffnern etc., mit Menschen, die man ja wirklich nicht mehr sieht, das hat mich früher einfach auch mitgenommen, wenn da ungute Situationen waren oder irgendwie so. Mittlerweile weiß ich, ja, das ist eigentlich eh nicht so schlimm und ich kann mich da abgrenzen. Aber früher ist mir das wirklich nahe gegangen, obwohl ich die Menschen nicht gekannt habe. Und das ist, finde ich, ein Zeichen auch, dass ich hochsensibel bin. Aber natürlich auch ein Zeichen der Unsicherheit, das muss man schon auch sagen. Ja. Genau, also das ist, vielleicht erkennst du dich ja in den einen oder anderen Punkt wieder. Ich zähle es nochmal auf. Menschenmengen, Reize und empfindliche Reaktionen auf Diskussionen etc. Ja, was mache ich denn nun, um mich besser zu schützen, wenn ich hinausgehe oder wenn solche Situationen stattfinden? Mittlerweile fällt es mir schon viel leichter, mich abzugrenzen. Und zwar mache ich das so, bevor ich hinausgehe. Das hört sich vielleicht jetzt für den einen oder anderen esoterisch an, aber mir hilft persönlich, deswegen mache ich es ja auch. Und egal, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, es könnte dir genauso helfen, auch wenn du nicht esoterisch bist. Und zwar, bevor ich das Haus verlasse, stelle ich mir vor, dass ich in einen Schutzmantel gehüllt bin. Also ich mache das auch immer so, dass ich es symbolisch anziehe, diesen Mantel, der mich dann schützt. Und durch diesen Mantel kommt nur das, was mir dient. Alles andere kann an diesem Mantel abprallen. Das ist mal sehr wichtig, dass ich das wirklich jeden Tag mache, bevor ich das Haus verlasse. Und natürlich kann man sich auch in ein Licht hüllen etc. Das sind alles so esoterische Tipps. Die muss man natürlich nicht machen, aber mir helfen sie eigentlich schon. Genau, Punkt 2 ist, dass man wirklich weiß, dass dein Gegenüber nicht du bist. Du bist du selbst. Du musst nicht das denken, was dein Gegenüber denkt. Es ist ganz wichtig, dass man bei sich bleibt und dass man weiß, man selbst ist ein Individuum und es ist egal, was die anderen denken, du darfst deine Sachen denken. Das ist mal der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, akzeptiere das, dass du hochsensibel bist. Und das habe ich auch, wie gesagt, lange lernen müssen, das zu akzeptieren, weil ich habe mich halt schon eine Zeit lang anders gefühlt als die anderen, was ich natürlich auch bin. Ich meine, jeder Mensch ist ein individuelles Wesen, also ist jeder Mensch anders, aber ich fühle mich immer noch anders als die Normalität, also als die Gesellschaft. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, und das habe ich einfach angenommen mittlerweile und akzeptiert, dass es so ist. Dann sind für mich halt gewisse Sachen schlimmer als für andere, das macht nichts. Ich habe gelernt, damit umzugehen und ich sehe das, wie gesagt, nicht als Krankheit. Hochsensibilität ist keine Krankheit. Hochsensibilität ist ein Geschenk der Schöpfung. Und wenn du das einmal akzeptiert hast, dann wird es dir hoffentlich auch besser und leichter fallen. Weil es ist ganz egal, ob deine Mitmenschen dir sagen, sei nicht so, oder jetzt spinnt sie wieder etc., das habe ich auch schon öfter gehört. Das sind Sätze, die finde ich absolut nicht okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon jetzt gesagt habe, aber da ist auch ganz wichtig, wie gesagt, bei sich zu bleiben. Zu wissen, für mich ist das so und du brauchst es nicht zu verstehen. Auch deine Familie muss das nicht verstehen. Wenn du dich in dieser Situation so fühlst, dann ist das so.
Und das braucht man auch nicht abzuschadeln, weil jeder Mensch ist anders. Genau, also das ist mal das Wichtigste, dass man wirklich bei sich bleibt. Das finde ich ist der wichtigste Punkt. Und genau, und zu wissen, dass es in Ordnung ist, dass man hochsensibel ist. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit diesen Tipps und meinen Erzählungen ein bisschen helfen konnte. Ich möchte dir jetzt noch was sagen. Du bist ein wunderschönes, individuelles Wesen. Und lass dich bitte nicht von der Außenwelt irritieren, dass du nicht gut genug bist. Sondern du bist in diesem Moment gut genug. Genau, also das war's auch schon wieder mit dem Video. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und denk dran, du bist du selbst und nicht dein Umfeld. Bleibe bei dir. Deine Sophie. Tschüss.